Huhu, Leute, ich bin Flaschor. Willkommen zu Let's Play Bioshock. Oh, da war ich am Anfang ein bisschen leise, weil ich mein Mikrofon nicht am Mund hatte. So, also, willkommen zu Let's Play Bioshock. Im letzten Video haben wir herausgefunden, dass wir, wenn wir hier aus Fort Frolic abhauen wollen, wir Cohen Sanders Meisterwerk vollenden müssen. Dazu müssen wir insgesamt 4 Leute töten und fotografieren. Im letzten Video haben wir bereits das erste Foto geholt. Heute werden wir uns den zweiten Typen holen, namens... Ach, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wir werden es aber gleich rausfinden. Ah, Martin Finnegan. Also Martin Finnegan wird der zweite sein, den wir hier heute töten werden. Und wir werden hier jetzt auch erstmal was von ihm hören. Der Eismann kommt. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunder Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Also ihr seht, habt wahrscheinlich schon jetzt an diesem Tagebucheintrag mitgekriegt, der Gegner, gegen den wir jetzt kämpfen werden, ist ein Eisblicer, und zwar ein Eis-Houdini-Splicer. Da hinten ist er. Da sehen wir es. Er sieht auch anders aus. Nicht so feuermäßig wie die anderen, sondern er verhält sich genauso wie ein Houdini-Splicer, ist allerdings aus Eis, also schießt auch mit Eiskugeln und sowas. Er hat hier auch schon ein paar andere Leute eingefroren. Die könnten wir jetzt hier fotografieren, das werde ich auch direkt mal machen. Hier ein Foto von den Leuten machen, weil wir kommen da gleich nicht mehr zu. Und dann werde ich mich jetzt mal mit diesem Typen hier anlegen. Allerdings vorher noch eine coole Cutscene. Denn er hat uns eingefroren. Tja, das war der Kampf, wir haben verloren gegen ihn. Er hat uns eingefroren. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Na, 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 sowas sagt man aber nicht. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Ja, er hat uns jetzt zu einer seiner Eisstatuen gemacht. Allerdings kommen wir jetzt hier auch wieder raus. Ich weiß nicht, was das hier jetzt hier für einen Sinn hat, dass wir hier wieder draußen sind. Aber wir sind es auf jeden Fall. Wir sind jetzt wieder hier aus dem Eis draußen. Und einer von diesen Figuren hier ist jetzt dieser Martin Finnegan. Und sobald wir in die Nähe gehen, wird er uns angreifen. Allerdings, wenn wir jetzt hier mal gucken, und wir gucken uns die an, dann kann man bereits am Gesicht erkennen, welcher der richtige sein wird. Nämlich der da hinten, der mit diesem komischen, mit dieser Vogelmaske, weil sonst hier, der hat zwar hier noch eine Vogelmaske und ich glaube, sonst hat hier keiner eine Vogelmaske, außer der hier, aber die hier sieht ja wirklich komplett anders aus als die hier hinten, also wir sehen schon, dass das hier Martin Finnegan ist und ich habe euch ja gesagt, bei jedem Kampf, bei jedem Boss-Battle, den wir jetzt machen müssen, kann man sich hier eines Trickes bedienen und der Trick hier ist, ihm einfach jetzt schon mit dem... mit der Armbrust einen Kopfschuss zu geben. Das machen wir auch direkt mal. So zielen und zack. Und dann haben wir das nämlich schon geschafft, den Kampf, und das war's. Das war natürlich. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrichon 1. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Ihr seht, was für krassen Damage die, die Armbrust hier macht. Wir haben ihn mit einem Kopfschuss getötet, noch bevor der Kampf losging. Richtig cool. Haben jetzt hier auch das Foto von ihm gemacht, können ihn auch noch untersuchen und kriegen hier... Und kriegen hier ein neues Tonikum, nämlich Frozen Field. Lasse deine Gegner mit dem Frozen Field in der Kälte stehen. Sie nehmen weniger Schaden durch Kälte und können Gegner gefrieren lassen, wenn sie sie mit der Rohrzange treffen. Ups, mit der Rohrzange treffen. Brauchen wir jetzt nicht wirklich, weil wir die Rohrzange eh nicht benutzen. Allerdings haben wir hier nur den blöden Wrench-Lurker, der uns eh nichts bringt. Darum werden wir das jetzt mal austauschen, weil so nehmen wir wenigstens weniger Schaden von Eisattacken. Außerdem seht ihr, alle anderen Statuen sind jetzt hier auch direkt kaputt gegangen. Und das ist auch der Grund, warum ich die am Anfang fotografiert habe. Weil jetzt könnte ich es halt nicht mehr, weil die jetzt weg sind. So, außerdem werde ich hier mal diesen Haufen schmelzen. Damit ich jetzt nämlich hier rankomme, hier liegt nämlich noch ein Verbandskasten, den nehmen wir mal, außerdem ein Autohacker
und noch eine Armbrust mit 6 Pfeilspitzen. Sehr gut. Das hier könnte man auch für den Kampf nehmen. Das hier zum Explodieren bringen, das sind 2 Gastanks, das geht auch damit. Aber wie gesagt, so wie ich es gemacht habe, das ist die allerleichteste Methode. Wir werden jetzt auch mal hier gleich zurückgehen. Hier wird es jetzt weitergehen, ich kann das hier schon mal schmelzen. Weil durch diese Tür kommen wir dann hier in den restlichen Bereich, um die anderen 2 Leute zu holen. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück und setzen das Bild ein. Hier in diesem Level, ich habe euch damals gesagt, es gibt den Extra Little Sister Bug nur in 2 Levels. Das stimmte nicht. Hier gibt es den auch, den Extra Little Sister Bug, hier in Fort Frolic. Ich kann euch auch gleich sagen, wie der geht. Allerdings werde ich jetzt erstmal hier hingehen. Und hier werden wir ziemlich gleich auf einen Kampf treffen. Hier kämpfen nämlich einige Splicer gegen diesen neuen Big Daddy. Das ist eine neue Big Daddy-Sorte. Das ist ein sogenannter Elite-Bouncer. Bouncer kennen wir bereits aus dem Medical Pavilion. Das war der erste Big Daddy, den wir überhaupt gesehen haben. Und das hier ist ein Elite-Bouncer. Der hält noch mehr aus. Und dieser kämpft jetzt hier gegen hier verschiedene Splicer. Wir lassen die erstmal zu Ende kämpfen, damit die dem Big Daddy schon richtig schön viel Schaden machen, damit wir gleich nicht mehr so schwer haben. Allerdings machen die nicht sehr viel Schaden. Das seht ihr hier und der zerwichst die Leute hier richtig. Aber wir werden die jetzt erstmal zu Ende kämpfen lassen. Und ich mache schon mal meine Waffe bereit. Ihr werdet auch gleich sehen, warum ich immer den ionischen Schrot haben wollte. Denn der ionische Schrot ist die Waffe hier für den Kampf gegen den Big Daddy. So, ich glaube, er hat aufgeräumt. Er hat so gut wie keinen Schaden gekriegt. So, allerdings werde ich hier auch schon mal in die Shotgun schon mal ionischen Schrot reinmachen. So. Und jetzt brutzeln wir ihn mit dem ionischen Gel. Ihr werdet gleich sehen, warum das so toll ist. So, ab geht's. Ihr kriegt das jetzt ab und ihr seht, das ionische Gel stunt. Das macht zwar nicht so wirklich viel Schaden, aber etwas mehr als ein komplettes Magazin nimmt hier den Big Daddy auseinander. Das heißt, wir werden das jetzt einfach voll die Munition hier reinballern, bis die Waffe alle ist. So, und jetzt schnell auf die Shotgun wechseln und ihm den Rest mit der Shotgun geben und dann war's das. Ihr seht, so leicht ist ein Kampf gegen einen Big Daddy jetzt mit dem ionischen Gel und dann beuten wir auch direkt die kleine Little Sister aus und kriegen unsere nächsten 160 Adam. Ich wollte schon Ability Power sagen, aber ich meine natürlich Adam. Zack, da ist der Wurm und wir kriegen 160 Adam. So, ihr seht, jetzt können wir uns den mal in Ruhe angucken, den Elite Bouncer. Krasses Teil. So, jetzt laden wir hier mal nach. So, und ihr seht, das hat einmal komplett, einmal 100 ionisches Gel alle gemacht. Und ionisches Gel ist hier in diesem Spiel wirklich eine Ressource, die extrem selten ist. Und man die eigentlich fast nur aus diesen U-Invents kriegt. Und darum werde ich auch hauptsächlich mein ganzes Geld für diese U-Invents... wow, wo kommst du denn her, ey? Ups, scheiße, jetzt habe ich mit ionischem Schrot geschossen, ich Idiot. Das wollte ich nicht, das tut mir leid. Okay, aber passt schon. So. Und jetzt werde ich aber nochmal hier mir eben mein ionisches Schrot wieder auffüllen. Obwohl, ne, ich kann jetzt erstmal hier das Bild einsetzen. So, zack. Nein, nein, ich bin kein Zweifler. Ups. So, jetzt gucken wir hier das Geschenk an. Ja, ist ganz in Ordnung, was der da für uns hat. Und jetzt gehe ich mal eben in den ionischen Schrot holen, den ich beim letzten Mal schon gebaut hatte, allerdings nicht mehr aufheben konnte, weil ich ja voll war. Den werde ich jetzt eben holen. Der müsste hier noch irgendwo bei diesem U-Invent hier in der Nähe liegen. Da hatte ich mir da beim letzten Mal schon was gemacht. Achtung, jede öffentliche Versammlung von mehr als 4 Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Und dann liegt hier nämlich noch das ionische Gel. Jetzt gucke ich gerade mal. Ich werde das hier mal eben hacken, damit ich mehr Gel machen kann. Denn ich werde jetzt meinen Gelvorrat direkt wieder auffüllen. Weil in diesem Level hier gibt es noch zwei weitere Big Daddies, die wir natürlich auch töten müssen. Und ihr habt gerade gesehen, wie ultra einfach das mit diesem ionischen Gel ist. Darum werde ich jetzt hier auch nochmal eben ionisches Gel kochen. Guck mal, wie viel kann ich da tragen. Okay, machen wir noch einmal. Ja, einmal geht eigentlich noch. So, ionisches Gel, sehr gut. Im Autohacker weiß ich gerade gar nicht, wie viel ich habe, aber egal, wir machen erstmal weiter. Oh nö, ey, muss das jetzt sein, dass wir hier langkommen. Okay, erstmal fotografieren den Typen. Und wir werden es heute noch oft genug mit Spider-Splicern zu tun kriegen. So, und jetzt mal kurz, wie man hier diesen Bonus-Little-Sister-Bug ausnutzt.
Und zwar ist es so, dass es hier ja drei Little Sisters gibt, das wisst ihr. Und diese beiden Little Sisters, die jetzt noch fehlen, wir haben ja gerade eine geholt, die beiden, die jetzt noch fehlen, die gibt's jetzt in diesem Gebiet, wo wir jetzt hinkommen. Und da rennen beide rum, beziehungsweise da ist nur ein Big Daddy. Und er hat erst eine Little Sister, wenn wir die ausbeuten, kommt der Big Daddy irgendwann nochmal und hat dann die zweite Little Sister dabei. Ich möchte das eben kurz zu Ende sprechen, bevor ich in den nächsten Raum gehe, weil dann kommt direkt ein Fight. Ja, wie gesagt, dann spawnt irgendwann der Big Daddy neu und er hat eine neue Little Sister dabei. So, und aber nur, wenn wir die in dem Raum gerade, wo wir hier waren, die wir gerade geholt haben, wenn wir die schon getötet haben. Wenn man die noch nicht getötet hat, dann holt dieser eine Big Daddy direkt alle drei Little Sisters. Also, der holt so viele, wie es in diesem Level eigentlich noch geben würde. Das heißt, hätten wir jetzt diese Little Sister da nicht getötet, da in der Mitte, dann würde dieser Big Daddy, der jetzt gleich kommt, alle drei Little Sisters holen. Und dann hätten wir die geholt und dann würde aber trotzdem noch dieser Elite-Bouncer mit der Little Sister da hinten rumlaufen. So würden wir an vier kommen. Das heißt, man darf, wenn man hier diesen extra Little Sister-Bug ausnutzt, nicht wieder zurück ins Atrium gehen, sondern muss wirklich die ganze Zeit dann hier in diesem Gebiet bleiben, hier erst alle drei Little Sisters holen und dann erst zurückgehen. Aber weil ich halt schon weiß, wie der Bug geht und ich hier keine Bugs ausnutzen will, habe ich das jetzt nicht gemacht. Und darum werde ich diesen extra Little Sister-Bug nicht ausnutzen. So, jetzt kommt es erstmal wieder zu einem kleinen Kampf. Gegen einige Spider-Splice, das sind ganz schön viele, das kann ich euch schon sagen. Versuchen wir irgendwie beide ins Bild zu kriegen. So. Und dann holen wir die weg. Das war natürlich schlecht. So. Ich warte erstmal, bis alle kommen. Und dann hole ich sie weg, damit die schon mal weg sind. Das sind, glaube ich, 6 Stück insgesamt, die kommen. Ähnlich wie auch schon letztens. Die sehen mich hier zum Glück nicht. Die kommen hier gleich auch runtergesprungen. Und dann müsste eigentlich der eine auf den anderen drauf springen. So. Zack. Dann fällt nämlich die eine hin und dann können wir die direkt wegholen. So, und das machen wir jetzt den gleichen Trick bei den anderen auch. So geht das ziemlich einfach, weil die an der gleichen Stelle runtergesprungen kommen und dann macht der eine den anderen auf den Boden, weil er auf den Kopf springt. Finde ich ziemlich witzig. So. Zack, die springt jetzt hier runter, bleibt da stehen, dann kommt der zweite, dann fällt die hin, dann können wir die wegfixen. Die auch. So, dann müssen wir das jetzt hier eigentlich... Müsste es jetzt eigentlich hier gewesen sein. So, jetzt alle eben schnell durchsuchen. So. 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 Sehr gut. Dann haben wir die jetzt durchsucht. Jetzt sind wir hier im nächsten Gebiet und müssen hier auch alles erforschen. Noch mehr? Ach so, die kämpfen hier in diesem Surprise Games of Change. Da sind, glaube ich, irgendwelche Kämpfe drin. Aber erstmal will ich hier ein bisschen wieder an Schrot kommen. Oh, scheiße. Da werde ich mal einen Autohacker benutzen. Und dann hier mir ein bisschen wieder Schrot kaufen. So, damit ich wieder ein bisschen mehr Schrot habe. Und dann werden wir jetzt hier wirklich Raum für Raum alles durchsuchen. Und hier, überall mal hingehen. So, hier gehen wir als erstes hin. Hier ist der Kampf zwischen einem Splicer mit einem Bot und einigen ohne Bot. So, der hat direkt mal den kaputt gemacht. Dann müssen wir jetzt auch gleich auf den nächsten schießen. So, oh, geh weg. Während die kämpfen, werde ich hier schnell die hier kaputt machen. Dann geht nämlich der Bot auch direkt aus. Genau. Und dann sind hier nämlich alle Splicer tot. Und ich habe nichts abkassiert. So, jetzt kommt auch schon direkt die erste Little Sister mit dem neuen Big Daddy, die werde ich mir jetzt auch direkt holen. Das heißt, wir packen wieder den ionischen Schrot rein, holen den ionischen Gelwerfer raus und wichsen den weg. Alles klar. Was mir beim letzten Mal passiert ist, dass sie dann Splicer kamen und die Splicer mich dann hinterrücks getötet haben. Ich hoffe, das passiert diesmal nicht. So. So, sehr gut. Ich hab da gesehen, der Big Daddy hat nicht lange gefackelt, als meine Munition alle war. Und der ist direkt auf mich draufgegangen, die Sau. Aber wenn man schnell genug ist, kann man den dann erledigen. So, das war's für diese Little Sister. Jetzt ist nur noch eine in diesem Level über. Der Wurm sah richtig cool aus, fand ich. So, und hier werden wir jetzt mal... Ah, da kommt dann nämlich der Assi. Jetzt auf jeden Fall wieder erstmal wieder den Schrot ändern.
damit mir das wie gerade nicht nochmal passiert, den eben fotografieren, weil ich will so schnell wie möglich hier die Spider-Splicer-Forschung fertig haben. Habe ich jetzt auch komplett. So. Und jetzt mache ich auch den auch richtig viel Schaden. Denn das haben wir alles untersucht. Was ich immer vergesse, was ein Fehler ist, man kann auch die Little Sisters fotografieren und da auch Forschungspunkte kriegen. Und da ein paar tolle Plasmide oder Tonika. Das habe ich immer total vergessen, ich Idiot. Und naja, egal. Wir gehen erstmal weiter hier. Hier lang und untersuchen jetzt hier alles. Ich werde diesen Raum hier jetzt auch noch untersuchen. Auch wenn eigentlich jetzt meine Zeit schon zu Ende ist. Aber diesen Raum hier mache ich heute noch. Was ich auch ganz witzig finde, hier ist hier, hier sieht man ganz eindeutig, dass man hier Münzen reinstecken muss. Auch in diesen Wahrsager-Typen, in diesen Wahrsager-Automaten muss man eindeutig hier überall Münzen reinstecken. Aber in Rapture hier gibt es nur Scheingeld. Also immer wenn wir Geld gefunden haben, waren das immer Scheine. Selbst wenn es nur $1 war, es gibt hier sogar $1-Scheine. Also wir haben hier immer nur Scheine gefunden, aber irgendwie muss man hier Münzen einwerfen und die gibt es eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie ein kleiner logischer Fehler der Programmierer. Naja, ist doch egal eigentlich. Wir spielen damit eh nicht. Wir gehen jetzt hier an diesen Safe. Das ist natürlich auch total schwer zu hacken. Super. Aber wir müssen uns, glaube ich, früher oder später dann mal ein paar Autohacker besorgen. Hier kriegen wir auf jeden Fall ein paar Fallenbolzen, Explosivschrot und MG-Patronen. Das ist sehr gut. Und hier finden wir dann noch was zum Anhören. Das machen wir auch direkt mal. Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spien Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Okay. Von McDonough über Fontaine, wie Fontaine hier versucht hat, in einem kleinen Krieg die Oberhand zu gewinnen. Wir werden jetzt erstmal diese Fallen hier wegmachen. Diese Fallen sind übrigens diese Fallenbolzen, die wir jetzt auch mit der Armbrust schießen können. Das heißt, wir können jetzt selber auch solche Elektrofallen hier überall hinlegen. Auch eine Sache ist hier, wenn man das erste Mal an so einen Spielautomaten zockt, wenn man hier nach Fort Frolic kommt, gewinnt man auf jeden Fall etwas. Zumindest kriegt man sein Geld wieder. Oder man gewinnt auch irgendwie was Kleineres. Und es gibt verschiedene Gewinne. Wenn man $3-Zeichen kriegt, gewinnt man $250 bei diesem Spiel. Allerdings sind nach dem ersten Mal, wenn man dann erneut spielt, die Chancen extrem niedrig. Weil es irgendwie, es gibt glaube ich 9 Symbole, die man da kriegen kann und die Chancen sind total klein. Ich habe auch letztens gelesen, wie hoch da die Chance ist, dass man gewinnt und die ist wirklich gering. Naja, so das war der erste Raum. Das war Surprise Games of Chance. Wir werden jetzt noch diesen Spider-Splicer da fotografieren und wegwichsen. Achso, ich bin ja fertig mit den Forschungen. Aha, geil. Hi. So, und dann werde ich hier auch Schluss machen für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Hier in diesem Gebiet und dann werden wir auch das nächste Foto für Sender Cohen schießen. Ciao Leute.